Morgen. Morgen. So, wir haben 9 Uhr. Ja, 5 Grad. Und wir sind gerade in Dann. Ja, und schauen uns heute die Danner Felsenlandschaft an. Genau. Und da sind wir schon ganz gespannt drauf, was wir heute alles sehen und erleben werden. Ja. Ja, der Boden ist halt leicht feucht, nass. Ja. Aber vielleicht haben wir Glück und es ist nicht so rutschig. Ja, ist halt schon eine ganz schöne Beschilderung hier, ne? Ja, man merkt, es ist die Wanderung hier. Welchen Weg müssen wir gehen? Hier sind wir auf die Danner Felsenlandschaft gekommen. Da muss ich jetzt wirklich ein Dankeschön aussprechen an Sven. Danke dir. Das war eine super Idee. Ohne dich wären wir jetzt nicht hier. Ja. Genau. Und wie man sieht, haben wir, wie es aussieht, wieder richtig Glück mit dem Wetter. Es soll nicht regnen. So ein bisschen, genau, ein bisschen bewölkt sein, aber schon richtig geil. Und da kann man auch hochkrapseln. Boah. Was gibt's denn da oben? Ich gehe nochmal schnell gucken. Oh, sieht interessant aus. Cool, komm her, guckt euch die Wurzeln an. Geil. Richtig geil. Hier sind überall Steinchen. Man weiß gar nicht mal, wo man hingucken soll. Da ist auch voll das geile Ding da hinten. Ich zeig's euch mal. Ja, man läuft einfach dran vorbei. Man sieht's eigentlich gar nicht mehr. Das sieht so richtig aus wie in so ein Märchenfilm, das ist alles so schön grün, hellgrün überzogen, richtig geile Farbe. Ja, und dann noch mit diesem Laub. Ein bisschen so Herbstlaub. Neblig auch. Richtig, ja. Und Felsen. Ja. Ja, gut, wir haben 20 Kilometer geplant heute. Ja, ist halt ein bisschen blöd, weil es wird ja so schnell dunkel. Ja. Und ja, mal gucken. Wir hoffen, dass wir alles sehen, was wir da geplant haben. Ich denke schon. Ja, was? Ja, was? Echt? Was? Da hoch? Ja. Ja. Oh, ist glitschig. Und hier trennt sich der Weg. Da oben. Da oben sieht man schon die Steinfelsen. Ist richtig geil. Schmale Pfad. Schon cool. Oh, ist das nicht schön? Richtig geil. Ich glaube, dieses Wort werde ich heute noch öfters benutzen. Ja, kleine Höhle oder was? Echt interessant, wie diese Platten hier entstehen. Wahnsinn.
Aber ich überlege ganz kurz, ob ich die eine Jacke schon mal auf. Ja, ich schwitze auch, wo ich nicht viel anhabe. Ja, aber du ziehst bitte nicht aus, oder? Ja, aber ich schwitze schon. Oh, 5 Grad und man schwitzt. Wahnsinn. Übelst. Ich habe ja nur so ein Funktionsshirt drunter und der Schweiß, der läuft. Boah. Also bei mir geht's, aber ich bin dreifach so angezogen. Und ab in den Rucksack. Muss ich ja fast schlappen, ne? Vor 3 Wochen habe ich mich entschieden, mich von meinem großen 70 Liter Rucksack zu trennen. Also er ist noch da, er wartet auf mich, aber ich habe mir einen kleineren geholt. 50 Liter, ich glaube, es ist immer noch zu viel, aber ja, und zu dem wollte ich später vielleicht noch mal was Kurzes so erzählen. Oh ja, ein Löchle, ein Lochi. Aha. Ja, ist halt alles rutschig. Ah. Deine krabbelt rum und sucht Löcher. Ist rutschig. Cool. Und ein Pilz da. Da ein leckerer Pilz. Na du, oh, das sieht ja richtig geil aus. Dieses Wort habe ich jetzt schon wieder im Mund genommen. Richtig schön. So. Also hier kann man nochmal hochkrapseln. Hier kann man nämlich hoch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber interessant wäre es schon. Mal gucken, ob es da was gibt. Oh. Ich bin unten. Bist du hier? Ja, warte. Oh, warte. Oh, okay. Oh. Ja, ich sehe dich nicht. Ich dich auch nicht. Aber du bist irgendwo da oben. Ja, geil. Hier könnte ich jetzt theoretisch hier rüber hüpfen. Aber das mache ich nicht. Oh, das sieht ja cool aus. Ja, das ist geil. Ah, jetzt sehe ich dich. Ach, guck mal, da unten die Annette. Wink mal. Hallo. Ja. Ich kann das ganze Stück wieder zurücklaufen, weil ich komme hier nicht runter. Ah, ja. Mach mal. Aber das sieht schon cool aus hier. Ja. Ja, und ich falle wahrscheinlich jetzt auf die Fresse, wenn ich jetzt da wieder runter versuche runter zu kommen. Naja, ah ist ja nicht so tief, nur 400 Höhenmeter. Oh, cool. Guck mal, mit so Löchern und so, ne? Wie das Gestein sich da seinen Weg gemacht hat. Cool. Warst du da hinten schon? Guck mal hier, das ist so geil hier. Guckt euch das mal an. Das steht nur auf diesen Dingern hier. Und da kann man durchgucken. Krass. Guck mal hier könnt ihr euer Nachtzelt aufstellen. Wenn es mal regnet oder auch einfach mal so drin knacken. Sieht echt aus wie so ein kleines Zimmer. So, und wieder runter. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich erst den Hunger hätte, würde ich mich probieren. Puh, okay, dann ist wieder abgehauen.
Naja. Jetzt kommt ein ganz schöner Brocken. Richtig geil. Na, und hat es schon begutachtet. Das erinnert mich alles an die Feuersteins. Ja, hier habt ihr noch, hier habt ihr einen und da gegenüber ist noch einer. Das sind wahrscheinlich Brüder und halten Wache. So, aber da kann man ja kurz mal hoch, hoffentlich, mal da drauf rumlatschen. Schon ruhig auf die Straße fallen, ne? So wie das steht. Als würde jeden Moment kippen. Das sieht schon gefährlich aus. Oh, hier gibt es Wölfe. Ist ja Wahnsinn. Wieso gibt es denn hier Wölfe? Das ist die Wolfsschlucht wahrscheinlich. Woran erkennt man einen Wolf? Naja. Wahrscheinlich, wenn es dann schon zu spät ist, dann erkennt man es. Wo ist ein Schäferhund? Okay. Naja, also, sehr merkwürdig. Aber wir müssen jetzt ja hier weiter, ne? Nicht? Ach, Scheiße, wohin denn? An der Hauptstraße erstmal. Aha, schade. Ja, ich sag mal, empfehlenswert wären, hier wirklich wieder so mehrere Tage einzuplanen. Wir haben leider wieder nur einen Tag zum Wandern, weil es halt so ein Wochenendtrip ist. Circa 180 Kilometer von uns entfernt, ist halt auch nicht um die Ecke, aber vielleicht kommen wir auch wieder hierher. Das ist scheint richtig cool zu sein, also hier gibt es auch richtig viele. Hier gibt es ja echt viele Wege, also sieht man ja das schon an der Beschilderung, sieht man das. Ja, das ist echt das Wanderparadies hier. Ja. Normalerweise wäre jetzt die Buschel da drin. Ja, stand das irgendwo, dass es Moorgebiet ist? Nee, aber das siehst du an der Karte. Achso. Das sieht echt cool aus. Ja, richtig geil. Ah, da kommt auch irgendwo Wasser. Ja. Was ist das? So einen hatten wir auch mal. Ist eigentlich ein Garten. Naja, das ist, ich finde es nicht so wie ein Garten. Weil Garten hast du, kannst was anbauen und so. Da hast du wenig Platz. Das ist wirklich nur so, ich fahre mal irgendwo hin, wo ein bisschen Natur ist. Grill und chill. Kommt drauf an, wie viel man dafür bezahlt. Stromanschluss hast du hier auch gemacht. Ja. Kannst du deinen Strom zapfen? Ja, sowieso, ja, umwelttechnisch total vorteilhaft. Ja. Ja, solange wir jetzt hier an diesem Campingplatz vorbeirauschen, wollte ich noch die Zeit nutzen, was zu meinem neuen Rucksack zu sagen. Also 50 Liter ist ja schon mal 20 Liter weniger, wie ich sonst bei meinem alten gehabt habe. Aber das Tolle ist, tatsächlich bei der Marke, ich will jetzt ja keine Werbung machen, aber ich habe mir von meinem eigenen Geld gekauft, daher darf ich es ja sagen, das Mountaintop. Und auch der alte war Mountaintop, man kann da echt nicht meckern. Der 70 Liter Rucksack, der hat ein Leergewicht gehabt von 1,8 Kilo, was sehr gut war. Und der kleine von mir jetzt,
der hat sage und sprich nur 1,1 Kilogramm. Auch wenn man den anzieht, das ist total komfortabel. Man merkt ihn gar nicht. Der liegt richtig gut am Rücken und auch dieser Hüftgürtel, der ist richtig genial. Also der fängt einiges ab. Bei der letzten Tour und jetzt auch heute merke ich den gar nicht. Also ich finde ihn, also ich kann ihn nur weiterempfehlen. Oh Mann. Was man immer dabei haben sollte, sind Taschentücher. Taschentücher sind wichtig. Oh, müssen wir da hoch oder was? Ich glaube ja. Nee, echt jetzt. Uno Momento, ich gucke, aber ich glaube ja. Durchs Felsentor. Ja, jetzt laufen wir zur Burg Neudahn. Wir hoffen, dass sie offen hat. Und jetzt geht es natürlich wieder gediegen, ein Stück nach oben. Endlich, mir ist kalt. Echt jetzt, oder was? Ja. Mir ist nicht kalt, ich schwitze. Ich muss mal meine Finger. Ah, okay. Ah, da kann man hier durchkrapseln. Das ist ja geil. Tunnel, wo hier durchläuft. Das ist jetzt nur so ein kleiner Durchgang. Und wer zur Burgruine will, der muss da wieder runterlaufen. Boah, wahrscheinlich wieder da hoch. Was denn? Was? Ja, da oben ist die Burg. Da gehen wir jetzt hin. Hier ist Abwasserkanal von der Burg. Oh. Das Loch da haben wir von oben gesehen. Das sieht man alles jetzt nicht. Das wäre das Licht. Oh, was ist das? Schönes. Komm hier raus? Hä? Komm hier raus? Ja, aber da ist Ah, Menschen. Ah ja, dann wieder rein. Brechen wir uns nochmal ein bisschen die Beine hier. Hier steht aber auch nicht irgendwie auf eigene Gefahr und so. Hier kannst du auch schön schlafen drin. Ja. Hier schon mal im Einschreiben kann ich schlafen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er sich so weit weg auf den Weg macht. So, irgendwie. Ich glaube, ich hole meine Taschenlampe. Echt? Ist das so dunkel? Ja. Komm, hol die raus. Boah, das ist echt düster hier. Da ist ja gar nichts. Haben wir Licht? Hä? Okay.
Nachts wäre das bestimmt interessant hier. Ja, ich glaube, hier geht's raus, oder? Muss ja. Nicht? Ja, kommen wir jetzt gar nicht mehr. Müssen wir wieder zurücklaufen. Ach du Scheiße. Hätte ich einen Panik-Button, würde ich ihn jetzt drücken. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Boah, was ein Rumgelatsche. Was ist da jetzt? Da ist gar nichts, da war ich schon. Das ist da, wo wir rausgekommen wären, wenn wir da runtergerutscht. Achso, hast du jetzt die Gabeln eingepackt? Oh, ja. Es sind sowieso welche dabei. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Die lagen dann bestimmt. Die lagen woanders. Ja, ach egal. Wie gesagt, da sind Gabeln dabei. Ja. Oh, man könnte ja auch mit Fingern essen. Dann machen wir halbe halbe, wir schicken uns gegenseitig. Hey, was? Halbe halbe machen, jeder hat seine Portion. Ich weiß nicht, was du meinst mit halbe halbe jetzt. Na, zuerst muss der eine mit der Gabel essen, dann der andere mit der Gabel essen. Hä, wieso? Da ist zwei Packungen mit zwei Gabeln. Jeder hat dasselbe. Ich habe das doch zweimal zwei geholt. Couscous, zweimal. Du hast einmal Couscous und einmal Fleisch geholt. Deswegen habe ich dir doch gesagt. Das ist kein Fleisch, das ist Veggie-Kram. Ja, nee, jeder hat zwei Packungen. Wir wollen doch nicht verhungern unterwegs. Deswegen habe ich dir die ganze Zeit gesagt, du brauchst eine Gabel. Nein, Mann! Zwei Gabeln! Und ich habe nicht gesehen, es war umweltfreundlich nicht gerade gut, weil Plastikgabel, aber was juckt's mich? Jetzt noch was? Oh, danke schön. Danke. Ich will ein Stückchen bringen. Guck mal, da ist noch mal ein Stückchen. Oh, zwei auch noch. Oh, jetzt wird er gefressen. Also wenn man keinen Kocher hat, dann holt man sich Couscous. Mhm. Ich weiß nicht, ist das wirklich Couscous? Das heißt ja. Anders, oder? Mhm. Bulgur. Ah, Bulgursalat, genau. Schau mal, das meine ich, diese Löcher. Das ist wie, als wäre es unter Wasser gewesen. Hm, kann sein. Ich glaube, das ist doch dieser Hexenpilz. Ja. Da! Hier war der Saki. Ja, kann sein. Doch, da saß er noch hier und das war Hexenpilz und hat noch geredet. Aber hier kannst du echt gut klettern. Ja, mach mal. Das Gestein ist schon. Ja. Also ich würde zwar es nicht tun, aber. Ja, ohne Rucksack und so. Und Seil, warum nicht? Oh. So, da oben ist das eine Jungfernfelsen oder so und da gehen wir gleich hin. Ja, das war jetzt auch wieder geil. Ich habe gesagt, nein, hier kann man nicht hoch und sieht, doch, hier kann man hoch. Ich sage, nein, hier kann man nicht hoch und sieht, doch, hier kann man hoch. Ah ja, und dann kommt man doch hoch und jetzt stehen wir hier und jetzt laufen wir wieder zurück. Na, ja, fünfmal umgezogen heute. Hä? Fünfmal umgezogen heute. Aber echt, ey. So, jetzt geht's gleich da die Treppen hoch und dann kann man da auf diesen kleinen Kamm rumspazieren. Ja. Das sind doch Felsen da, das da Gelbe. Ich hab vorhin gezeigt doch. Das wo wir da hinten standen, hab ich gedacht, guck mal, da. Okay. Da wächst der Baum genau auf dem Weg. Schee bist du, Schee, wie du mich anlachst.
ist geil. Das ist echt geil. Mit den Löchern. Da wieder so ein cooler Schlafplatz hier. Mensch, was die Natur alles malen kann. So, wir haben jetzt noch so grob 9 Kilometer vor uns und noch 2 Stunden Tageslicht. Danach wird es hier richtig stockdunkel. Ach, guck mal, da oben. Ach du Scheiße, ob wir das noch schaffen zeitlich, ey. Ja, jetzt merkt man schon, peu à peu wird es dunkler. Die Dämmerung kommt langsam. Ja, Taschenlampe haben wir dabei. Sehr geil. Und der Baum da oben ist auch geil. Da, hier. Yes. Oh, jetzt schon einer ausgetobt. Feuerchen gemacht und so. Das Ding ist ja riesig. Riesig. Ja. Hey, ist ja echt eine Wohnung. Kannst hier. Hier. Also echt riesig. Ja, schöne Aussicht nach unten. So. Ja, da hoch, ne? Okay. Ah. Ja, ich kann schon die Burg sehen. Das ganze Stück müssen wir dann noch runterlaufen. Das wird lustig. Das Alcatraz. Boah, das sieht ja auch geil aus. Kannst du mal reingehen? Boah, was ist das denn? Mhm. Blöd.
Töchle. Das ist doch mal eine Location, oder? Also das ist schon, dass du hier überall rumrennen kannst, ist ja auch geil. Wollen wir hier, erstmal hoch? Ja, ja. Platz 2. Ja, die Treppen sind alle neu gemacht. Cool. Das ist geil. Hier ist auch nochmal so ein... Heftig. Geile Aussicht. Oh, hier ist ein kleiner Gang. Ich gehe mal kurz rein. Auch nicht schlecht. Hier kommt man von... Ist das geil? Super geil. Ist das nicht geil? Kannst du ja mal hier reinlaufen? Ja, ja, komm mal rein. Hier ist ein richtig schöner Ausblick aus dem nicht vorhandenen Fenster. Da. Boah. Oh, das ist echt geil, das ist voll rausgehauen. Boah, wie geil. Hier geht's auch nochmal hoch und wieder runter. Man weiß gar nicht mehr, wo man vielleicht zuerst hinlaufen soll. Das ist ja. Ich weiß, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Am Ende verläuft man sich noch. Und hier seht ihr, könnt ihr überall Kopfhörer anschließen und dann könnt ihr euch irgendwas anhören, aber ich habe jetzt keine dabei. Alt dann? Also die alte Kurve. Das ist richtig geil. Also Leute, wenn ihr hier in der Nähe seid, Wahnsinn, also sowas habe ich noch nie gesehen. Und ihr könnt hier überall reinlatschen, das ist Wahnsinn. Alter, guckt euch das an. Hier ist es nicht geil, ja. Richtig. Da würde ich mal sagen, da gehen wir jetzt gerade aus, dann kommen wir gerade auf das andere Ding. Oh geil, nur hier für die Spalte unten. Jetzt nochmal so eine Aussichtsplattform. Hier geht es nochmal runter. Hier geht es auch nochmal runter. Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist,
Also mit Alkohol und so ist glaube ich nicht gut hier. So, ich kann mir nochmal hochkrapseln. Ja, ja, wer weiß, ob wir dann, wo wir da hinkommen. Okay, das haben sie alles neu gemacht. Ja, dann wieder hoch. Scheiße. Oh, Kasse oder was? Das ist quasi der Pförtner hier gewesen. Ja, jetzt langsam müssten wir trotzdem jetzt los. Shit. Das ist halt die Frage, ob wir jetzt da noch hochkrapseln. Ob wir jetzt da noch hochkrapseln oder langsam zurück, ne? Ja, schon mal hoch. Ah ja. Danach ist nicht mehr gut, dann mach ich nur noch nach Hause. Oh, sind die Treppen schon durchgelatscht. Heftig. Heftig, heftig. Richtig gute Beinarbeit. Ja, okay. So, jetzt laufen wir langsam zurück. Ja, ins also, Hotel. Ja, Schild, laut dem Schild 2,4 Kilometer. Ich denke mal, ja, bis zum Hotel wird es bestimmt 4 sein oder vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Ja, aber die Burg, die war richtig, richtig geil. Oh ja. Boah,
heftig. Super. Wir konnten sogar den letzten Teil nicht mehr angucken, weil naja, die Sonne geht bald unter. Ja, die ist schon unten. Zurück. Aber ein Traum. Ja, ich will es ja nicht laut sagen, aber wir haben keinen Eintritt, gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das ja auch an der Jahreszeit. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Aber Hammer. Ja. Ja. Kann man nur empfehlen. Also, da ist locker eine Stunde weg. Also, wer sich das richtig gut alles angucken will. Ja. Richtig geil. Mit Zimmerchen runter und hoch und haben die echt viel renoviert, viel neu, also auch gut gemacht. Ja. So nett, ja. So, ja, ansonsten der Tag war richtig gut. Ja. Ja, von den Beinen und Füßen her, bei mir geht's noch. Ja, bei mir auch. Aber so langsam. Ja. So langsam könnte es jetzt mal Schluss sein, weil wir haben keine richtige Pause gemacht. Ja. So. Ne? Ja. Ja, falls noch irgendwas kommen sollte, dann nehmen wir das auf. Ja. Ansonsten, ja, machen wir jetzt mal Schluss hier. Jo. Schon wieder ein Steinchen da oben. Was will man mehr? Das sagt echt scheiße, wir müssen durch den Friedhof durch. Ich hab ihn nur. Ja, keine Ahnung, lass mich hier rausnehmen. Was? Das kann sein, ja. So, jetzt haben wir 19 Kilometer schon erreicht. Ich denke mal, bis wir bei unserem Hotel sind, haben wir dann 20 voll. Ja. Das war ein guter Schnitt. Die Füße brennen jetzt vom schnell laufen. Ha? Achtung. Ah, Achtung. Oh, guck mal. Der sieht ja cool aus. Oh ja, der sieht echt cool aus. Das sieht man, glaube ich, jetzt leider nicht. Ja. Cool, ne? Ja. Und da ist ein Loch. Da sind überall Löcher. Ja. Die haben sie nicht fertig gekriegt, die Felsen. Da, wo es Blim Blim macht, da müssen wir noch ein Stückchen weiter. Also wir haben unser Hotel nicht. Nein, das ist nicht. Wo ist dann ein Ding da? Nee. Aber das ist...